Morgens um 4, wer will da schon wach sein, oder? Das Wetterradar sagt, es ist arschkalt. Vierig? Vielleicht. Bin ich zu dünn angezogen? Vielleicht. Würde ich es wieder machen? Natürlich. Guten Morgen, Welt. Es ist viel zu früh, wach zu sein. Was erwartet euch heute? Genau. 230 Kilometer pure Action, Abenteuer und Schmerz und Leiden. Warum? So viele Kilometer bin ich noch nie gefahren. Also, ja, was erwartet euch heute? Erstmal die Pyramide von Garzau, dann die Märkische Schweiz, dann ein Denkmal in Selo. Ich blende es ein und dann rüber nach Polen, da ist eine Ruine, falls du rüberkommst, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Und es gibt einen Sonnenaufgang, wenn ich nicht verpeile, es aufzunehmen. Gerade sagen, Berlin kann morgens zu Zeiten, wo noch kein Schwein wach ist, irgendwie sogar ganz nice sein. Ne? Wenn ihr lachen wollt, zu diesem Zeitpunkt ging ich noch von 8 Grad und Sonnenschein aus. Liebe Zuschauer, wir sind hier in einer Vorbildfunktion. Machen Sie das bitte nicht nach. Am Ende wurde es zu einer Art Challenge. 230 Kilometer, 12 Stunden gesamt, 9 Stunden 30 Fahrzeit. Maximal 3 Grad Celsius. Also gefühlt wird es immer kälter. So ein Sonnenaufgang gibt einem so viel positive Energie, egal wie kalt es ist. Und irgendein Held rechnet immer nicht mit Frost. Hey junge Dame, Sie können doch nicht in die falsche Richtung fahren. Weil irgendjemand nicht pünktlich ist. Warte mal. Halt, 7 Uhr. Punkt 7 Uhr. Also, das ist die Maria, die hat ein Fahrrad, das ist ein Fuji, das ist ihr zugelaufen und wiegt gefühlt minus 7 Kilogramm. Wie fühlst du dich? Noch gut, mal gucken, wie es nachher ist. Guck mal, die Sonne! Ich würde jetzt sagen, lächel mal, aber das hast du ja eh nicht drauf. Und vor allem bei sowas geht es auch nicht darum, schnell zu sein und der Beste zu sein. Jeder gibt mal auf und jeder denkt ans Aufgeben und vor allem zu zweit motiviert man sich und man treibt sich gegenseitig an. Und genau darum geht es doch. Ist das nicht geil? Alles kalte Finger, schönes Wetter und macht Spaß? Ja, kalte Füße, aber sonst sehr gut. Was treibt euch so an? Was ist eure Motivation? Was habt ihr schon alles so gemacht und was habt ihr davor, was ihr vielleicht nicht morgen machen wollt, aber definitiv bald? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. 8 Uhr, 53 Kilometer auf dem Schirm. Es ist kalt. Wir sind jetzt in Garzau angekommen. Und jetzt heißt es irgendwie bloß noch diese Pyramide zu finden. Es ist immer noch irgendwie kalt. Und naja. Ja, schöner Weg, wa? Oh, wir sind hier mitten im Sumpf. Und ja, kann nur besser werden. Ob wir das überleben? Vermutlich nicht. 23 mm, ist doch geil! Liebe Zuschauer, entscheiden Sie jetzt. Ist das Bräune? Oder habe ich nur sehr, sehr kalte Beine? Heute Nacht beim Schlafen wieder den Kühlschrank aufgelassen. Oh. Das hier ist die Pyramide von Garzau. Scheinbar wurde die 1784 erbaut. Zumindest sagt uns das Schild von 2010 das. Der Ausblick unbezahlbar. Die Kälte. Und kein Navi dabei für Höhenmeter. Machen Sie das nicht nach. Die Aussicht unbezahlbar, die Fahrräder weg. Also ich würde ja fast sagen, Rennradschuhe mit Klickpedalen sind nicht zum Laufen und Bergsteigen geeignet. Aber finden Sie es selber hinaus. Ah, voll Pferdelastig hier.
Ratte an dir war. Wie man sieht, das Wetter ist richtig schön. Yeah. Es sind wohl 2 Grad. Gefühlt minus 2 Grad. Und naja. Ich wollte nach der Pyramide von Garzauer längst aufhören, aber Maria meinte, lass weitermachen. Und genau deshalb sind wir an diesem Tag 230 Kilometer gefahren. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, wir haben herrliches Kaiserwetter. Die Sonne scheint, es sind plus 20 Grad im Schatten. Irgendwo anders auf der Welt. Wir befinden uns also schon in der Märkischen Schweiz. Optisch ganz schön. Yay, jetzt gehe ich mir bergab. Oh. Achtung, Kopfsteinpflaster. Wuhu. Was? Du Sau. Genau. Bitte wenden Sie. Also wir haben hier einen super geilen Kirchturm. Und das Spaßige ist, wir fahren jetzt wieder diesen kleinen süßen Berg rauf. Maria wird sich richtig freuen. Endlich wieder Höhenmeter. Ist das geil, oder? Das Leben ist ein Abenteuer. Es geht immer bergauf. Stell dir mal vor, du wärst heute auf Swift gefahren, hättest du nicht so viel Spaß gehabt. Wie fühlen Sie sich? Spitzenmäßig! Leute, hier liegt noch Schnee! Ist das nicht toll? Man hat die Temperaturschwankung sofort gemerkt. Die Kälte, den Schnee. Aber wir hatten umso mehr Spaß, weil wir hatten Höhenmeter, wir hatten eine wunderbare Aussicht. Und genau das hat uns angetrieben, weiterzufahren. 10 Uhr in Münchenberg, es ist immer noch kalt. Nächster Halt, ca. 18 Kilometer, Siloer Höhen. Da ist eine Gedenkstätte, irgendwas. Und ist das nicht schön? In über 12 Stunden hatten wir genau eine warme Mahlzeit. Und man hatte Mitleid mit uns. Wir durften drinnen essen. Und das war echt herrlich bei den Temperaturen. Wir haben mindestens so viel Sonne wie in den besten 10 von The Walking Dead. Wunderbar. Die Gradanzeige sagt, es ist arschkalt. Ist mir kalt? Ja. Würde ich mich wieder so anziehen? Ja. Das Leben ist doch schön. Mir ist schlecht! Hey, du sitzt ja voll aerodynamisch! Gas, 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 Gas! Wir hatten gerade aus dem Stand über 50 km/h und ja, die Kamera war aus. Yay! Wer hat nochmal gesagt, das Leben ist ein Abenteuer? Scheiße ist das! 2 Grad und irgendwas! Am Marsch der Welt, kurz nach Polen! Für alle, die ein Garmin oder die Navi benutzen, kennt ihr das auch? Jetzt scharf rechts abbiegen und da ist Acker! Also es ist absolut ironisch und lustig, ne? Jedes Mal, wenn die Kamera aus ist, sagt das Navi da lang und ich reg mich über diesen Scheiß einfach nur auf, weil Garmin sagt, biege jetzt rechts ab und dann... Doch nicht. Sie sind vom Kurs abgewichen. Meine Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen gerade die Überquerung der Oder.
Republika of Poland, 1 Kilometer. Kommen wir über die polnische Grenze, wird man uns erschießen? Werden wir davon gejagt? Wir werden es wohl leider nie erfahren. Mein Name ist Jonathan Franks und diese Geschichte ist frei erfunden. Also diese Hut, die lädt doch echt für, wie heißt es, für Lost Placer ein. Also das ist jetzt wohl die Oder. Sag zumindest hier vorne, vielleicht auch nicht. Und ich kann es halt nicht oft genug sagen. Wir und vor allem ich hatten nicht mit dem Wetter gerechnet, dass es so kalt wird. Und ja, man kann halt nicht zurück. Man kann nicht auf den Bus warten. Und ich muss genauso sagen, bei der Kälte, ich wäre nicht in der Lage gewesen, einen Reifen zu wechseln, weil meine Finger teilweise so kalt waren. Also am besten immer warme Handschuhe dabei haben. Voll ominös hier. Welcome to Poland, my friends. Katastrophe, die Katastrophe. Oh, wir sind hier, oder ist das die Festung? Nee, ne? Okay. Also sind wir wohl scheinbar an einem ziemlich gedenkwürdigen Ort. Und ja, Krieg ist scheiße. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlecht gekleidete Menschen. Ups. Wenn man bei dem Wetter und nach der Strecke immer noch lachen kann, hat man alles richtig gemacht. Jetzt haben wir auf dem Rückweg doch noch die Gedenkstätte der Seelower Höhen gefunden. Und noch mal kurz halten. Also wir haben jetzt, wie gesagt, die Seelower Höhen noch gefunden. Ja, ist eine Kriegsgedenkstätte von keine Ahnung wann. Aus dem Zweiten Weltkrieg, Mensch. Ja, die Museumspädagogin erzählt uns jetzt eine Geschichte über diese historische Gedenkstätte. Erzählen Sie was? Was sollte man vielleicht noch erwähnen? Nach einer Strecke von knapp 150 Kilometern bei 3 Grad Celsius, natürlich ist man durchgefroren. Natürlich frieren einen die Hände und wie gesagt, mit Problemen kommt man vielleicht nicht klar. Und sicher, Leute sagen einem das nicht, weil das Video schön sein soll, aber man sollte sich halt auf diese Probleme gefasst machen. Und das waren wir nicht. Aber wie gesagt, es ist halt festive Feeling. Ich sag mal, das ist, man stellt sich im Wetter, man ist draußen und vor allem, wenn wir halt am Arsch der Welt sind, wir haben keine, du kannst nicht einfach absteigen und sagen, ach, mach ich morgen 20 Kilometer mehr, sondern du musst den Weg zurück. Und das ist das Geile halt. Du stellst dich im Wetter und dann musst du da durch. Und man ist halt fertig, wenn man fertig ist. Ganz einfach. Ich mein. So, ich habe jetzt nochmal anhalten müssen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das hat man heute Morgen schon gesehen oder ich habe es gesehen. Auf dem See ist noch Eis. Also auf dem See ist noch Eis. Das ist doch hardcore. Und der Idiot in kurze Hosen. Yay! Wir sind jetzt wieder am Startpunkt angekommen, also 200 Kilometer auf der Uhr. Wie fühlen Sie sich? Bombe! Tja, das ist auch schon wieder der Heimweg. Ich bin nicht in eine Bahn gestiegen, ich bin 30 Kilometer durch Berlin nach Hause gefahren mit dem Rad. Und ich verstehe auch Leute, die in die Bahn steigen oder mit dem Auto fahren, um rauszukommen. Weil durch Berlin fahren ist einfach für Fahrradfahrer eine Katastrophe. 232 Kilometer, 9 Stunden 30 Fahrzeit,
über 12 Stunden unterwegs. Maximaltemperatur 3 Grad. Ich viel zu dünn angezogen, oder zumindest kurze Hosen, falsche Handschuhe, falsche Schuhe, zu wenig Socken. Trotzdem war es geil.